Und jetzt habe ich es geschafft, den Orbit. Was? Ich habe es auf jeden Fall geschafft, den Mann zu treffen. Ich hätte es sogar fast weggespult. Da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn ihr die letzte Warp-Stufe macht, dann müsst ihr die ganze Zeit praktisch auf diesen, mit der Maus auf den 1 bleiben. Denn ich hätte es fast geschafft, mich jetzt gerade da raus wieder zu katapultieren. Wie wir uns durch den Mann praktisch einen kleinen Vorteil verschaffen können, wodurch wir dann Sprit sparen, das zeige ich euch das nächste Mal oder das übernächste Mal. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie wir in den Mann-Orbit eindringen. Hierfür gibt es dann ja später wieder ein Szenario, wo ihr dieses Ding schon habt, dass ihr einen Orbit um den Mann habt und landen könnt. Aber auch das, wie gesagt, ich finde, bei KSP ist es ziemlich stark so, dass gerade diese Phasen, wo man eigentlich die meisten Fehler macht, nämlich in den Orbit kommen und vom Orbit zum Mann kommen, das sind so die wirklich schweren Phasen. Im Orbit dann nachher zu lenken, finde ich nicht so schwer. Ich meine, okay, hey, ach, ich habe doch keine Ahnung, das Ding mit dem X, also gegen die Richtung, die wir fliegen, oder mit der Richtung, die wir fliegen, je nachdem, ob wir es vergrößern oder verkleinern wollen, das ist eigentlich ziemlich logisch. Also ich meine, wenn ich abbremsen will, um meinen Orbit zu verkleinern, gegen die Richtung, wenn ich Gas geben will, um Orbit zu vergrößern, in die Richtung brennen. Da sehe ich nicht so wirklich ganz das Problem. Ich sehe eher das Problem, da überhaupt hinzukommen zu diesem Punkt. Also es war für mich zumindest das Problem. Ich hoffe, es war zumindest, ich hoffe, dass ich ein paar von euch helfen kann. Ihr seht hier diese gelbe Linie, das ist die Linie, die uns sagt, wie unser Orbit verläuft, sobald wir in den Mann-Orbit eindringen. Das hier ist der Mann, der zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier sind, wenn wir in den Mann-Orbit eindringen praktisch, das sieht sehr komisch aus. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit auch so komisch ist oder ob das einfach nur in KSP so ist. Falls irgendein Astrophysiker oder keine Ahnung, irgendein Typ, der halt davon Ahnung hat, mir diese Videos jemals irgendwann angucken wird und sich tausendmal in den Kopf fassen wird, was für ein Scheiß ich hier laber, der kann mir gerne mal beantworten, ob diese Kurve möglich ist. Ich sehe das nicht so ganz, aber ich bin unwissend. Auf jeden Fall dringen wir hier in den Mann-Orbit ein und hier würden wir wieder rausfliegen. Das wäre dann, wenn der Orbit, wie wir hier sehen, ich kann dir nicht drauf zeigen, weil wenn ich wieder raus runtergehe, dann ist es weg. Da ist der Mann gelb, da würden wir wieder rausschießen. Wir wollen jetzt aber nicht rausschießen, wir wollen jetzt erstmal rein. Das dauert jetzt kurz. Ich möchte jetzt aber nicht mehr vorspulen, weil sonst ihr wisst, was passieren könnte. Obwohl, ich könnte auch ein bisschen vorspulen, weil wir müssen noch ein bisschen weiter. So, jetzt warten wir. Wow, das ist aber ein bisschen eng hier. Das wird mir ein bisschen eng alles hier. Zunächst einmal machen wir das SAS aus. Aus, aus. Machen wir es nicht aus? Nein. Das SAS will nicht ausgehen. Okay. Ich habe so ein minimales Tastenproblem, dass mein SAS nicht ausgehen möchte. Das ist nicht gut. Hä? Ernsthaft, Leute, ich drücke die Taste zum SAS ausmachen. Sie geht aber nicht aus. Ich kann RCS auch nicht mehr anmachen oder so. Oh, ja, ich spule noch ein zu viel vor. Jetzt geht's. Okay, tut mir leid, das war meine Dummheit. Drehen wir uns erstmal zu diesem anderen Teil hier. Ach ja, da sehen wir sogar den anderen. Theoretisch könnte ich es jetzt auch euch gleich zeigen, was beim anderen passiert, aber das mache ich jetzt nicht. Nö, nö. Sehe ich jetzt gar nicht ein. So, jetzt muss ich gucken. Normalerweise versuche ich immer gleich zu landen, deswegen. So, wir brennen hier unten nur minimal. Leute, wie gesagt, Fuel Management. Ihr braucht nicht mehr. Ihr seht ja, wie es hier allmählich auf mich zukommt. Dieser Orbit wird sich jetzt immer mehr an mich annähern. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis er irgendwann einen Kreis schließen wird. Und wenn er das getan hat, sind wir praktisch im Mann-Orbit. Wir haben dann exakt die Geschwindigkeit, die wir. SAS, warum bist du aus? Ich hab dich doch gerade wieder ange. Ach. Ich war wieder doof wahrscheinlich und habe auf die falsche Taste gedrückt. Wie ihr seht, es geht verdammt schnell. Also verhältnismäßig. Für den Fuel. Ich möchte euch echt zeigen, dass dieses Fuel Management was lohnt. Ich kenne so viele Leute, die machen das ohne komplettes Fuel Management. Die
haben permanent das Ding hier am Anschlag und denken sich, ja, schön, okay, ich habe maximalen Speed brauche ich, Speed, Speed, Speed. Und wie ihr seht, ist das total bescheuert. Jetzt wünschte ich gerade, ich hätte so das Talent von XQDM-Hose, denn ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir hier einen Orbit kriegen, der durch den Mann durchfliegt. Und XQDM-Hose hat so das Talent dazu, trotz versuchter Landung 25 Mal sich einen Orbit zu verschaffen. Das finde ich immer sehr amüsant bei seinen Videos, wenn er dann versucht zu landen und 10 Mal sich nach oben brennt und 10 Mal merkt, oh, ich habe schon wieder einen Orbit und. Jetzt wäre der Escape perfekt für den Minmus gewesen. Okay, aber das, wie gesagt, das zeige ich euch alles später. Ich glaube, die meisten von euch können sich schon denken, wie das funktioniert. Das ist auch nicht wirklich ein großes Geheimnis. Trotzdem möchte ich euch das natürlich auch noch irgendwann zeigen. Aber nicht jetzt. Denn jetzt kommt erstmal. Alter, jetzt. Halt, 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 X. Oh. So, wie ihr seht, ich habe es echt geschafft. Ich habe einen Orbit gemacht, der in den Mann reinfliegt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den vergrößern. Also wieder in die andere Richtung brennen. Das macht keinen Sinn. Einen Moment. Wie steht meine Rakete jetzt? Richtung Mann. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Wie macht man einen Orbit? Genau, man geht auf die 90-Grad-Linie. Das habe ich euch erst im letzten Video erklärt, ne? Und jetzt habe ich selbst ein bisschen zu verpeilt. Aber hier ist es jetzt egal, in welche, weil wir wollen ja irgendwie. Ist wurscht. So, jetzt geben wir hier wieder ein bisschen Gas. Hoffen, dass es die richtige Richtung ist, in die wir uns drehen. Nein, ist es nicht. Denn es ist wichtig, trotzdem, auf welcher Seite wir uns befinden von dieser Kugel. Denn entweder wir machen den Orbit kleiner oder größer. Der Nordpol war falsch. Deswegen machen wir den Südpol. Okay, es ist doch nicht so ganz wichtig. Ganz egal, auf welchen Gradzahlen wir das machen. Ich bin dumm. Mehr bin ich einfach nicht. Es ist einfach so. Es sieht so dumm aus, wie ich hier gerade navigiere. Und das soll ein Tutorial sein, ne? Aber ihr glaube ich glaube, ihr wisst, wie das funktionieren könnte. So, jetzt gebe ich mal hier ein bisschen Gas und hoffe, dass das noch funktioniert. Denn ich hätte eigentlich noch. Ich hätte den Orbit vom Kerbin größer machen müssen, sodass der hier eine größere Schleife drumherum macht. Dann habe ich zwar. Wahrscheinlich noch seltener die Möglichkeit auf dem Mann zu landen, aber dadurch habe ich einen perfekten Orbit. Ich weiß, ich könnte jetzt auch einfach zeigen, wie man landet, aber ich habe keine Landebeine an dem Ding dran und ich habe gesagt, ich mache einen Orbit um den Mann und ich möchte jetzt einen Orbit machen, denn es gibt auch einfach Situationen, in denen möchte ich lieber einen Orbit haben. Deswegen mache ich jetzt auch einen. So. Bewege ich mich aufwärts oder abwärts? Ich bewege mich abwärts. Dann brennen wir doch mal nach oben. So, dass ich mich irgendwann auch wieder aufwärts bewege. Das müsste theoretisch funktionieren. Oder nicht nur theoretisch, es funktioniert, sagen wir es mal so. Ziemlich genau in die gegengesetzte Richtung, in der ich mich eigentlich bewege. Das wäre super. So, auf die Kugel muss man sich manchmal ein bisschen einlassen. Das ist, weiß ich, das ist nicht für jeden leicht. Jetzt machen wir mal ein bisschen schnell, bevor wir auf den Mann aufknallen. Das wäre nämlich nicht so geil. So, und sobald wir den Apoapsis nähern, jetzt mal umgekehrt, der Apoapsis nähert sich eher uns, können wir wieder auf diese 90-Grad-Linie und weiter burnen. Ach ja, schön. Schön, dass hier alles doch relativ gut funktioniert. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich brauche wesentlich mehr Anläufe. Das ist meine erste Aufnahme für dieses Ganze. Ich mache das gerade alles blind. Ich habe das nicht geübt, ich habe das nicht getestet, ich habe nicht. Ich mache das jetzt eigentlich alles gerade nur aus gesundem Menschenverstand. Für mich gesunden. Also. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Ich weiß, was ich meine. So, der Apoapsis kommt uns immer näher. Trotzdem braucht er irgendwie Stunden um Stunden um Stunden um Stunden. Sobald wir den Apoapsis genau erreichen, würden wir uns theoretisch wieder nach oben brennen. Ich habe aber keine Lust, jetzt das Ding zu erweitern. Deswegen. Muss ich jetzt einfach mal gucken, wann es so ungefähr der perfekte Zeitpunkt wäre. Und das ist ziemlich genau, wenn wir ziemlich nah am Apoapsis sind. Wir sehen, wir sind selber noch irgendwo im, was weiß ich, hier gibt es keine Höhenanzeige von seinem eigenen Schiff, aber
Wir sind auf jeden Fall noch über 100.000 Metern. Das heißt, wir haben locker einen Orbit. Wenn das bei Körben reicht, reicht das bei Mann locker. Mann hat keine so schwere Anziehungskraft wie Körben. So, jetzt machen wir das mal aus. Gehen mal auf die 90-Grad-Linie hier, denn wenn ich wieder zurück möchte, dann sollte ich ja vielleicht die auch benutzen. Und richte mich darauf aus. So. Gebe Gas. Gebe ein bisschen mehr Gas. Gebe ganz viel Gas. Ach du Kacke. Das ist total falsch eigentlich. Ja gut, das ist ein bisschen doof. Ich saß genau auf der falschen Seite. Ich möchte aber auf der 90-Grad-Linie jetzt bleiben, weil ich jetzt schon mehr als die Hälfte gedreht habe durch mein übermäßiges Fuel, das ich hier gerade verbraten habe. Ja, gucken wir uns mal einfach die Rakete an, wie wir hier so fliegen. Wir sehen den Mann unter uns. Und wenn ihr landen wollt irgendwann mal, passt auf der dunklen Seite vom Mann. No go. Wie ihr seht hier schon nichts. Ihr seht auch unten nichts mehr. Das ganze Bild ist einfach nur schwarz. Das bringt nicht so viel. Aber was ich zeigen wollte, war das Fuel. Wenn man hier mal anguckt, wie langsam dieses Fuel weggeht. Ich habe nur zwei Fuel Tanks und habe es fast geschafft, den Orbit wieder um den Mann zu machen. Da, wie ihr seht, er wird gerade wieder größer. Es hat also geklappt. Das war übrigens nicht die 90-Grad-Linie, wie ich gerade sehe. Ich habe mich verlesen. Das habe ich jetzt wirklich. Man kann die weißen Zahlen auf dem blauen Hintergrund meiner Meinung nach ganz schlecht nur lesen. Zumindest bei meinem hellen Bildschirm. Ich dachte, es sei eine 90. Es war keine 90, denn sonst würden wir perfekt wieder auf Körben zusteuern. Tun wir nicht. Ist mir jetzt auch egal. Denn es geht hier nur um den Orbit. Okay. Dann haben wir halt einen schönen einen Orbit. Der so ein bisschen schräg ist. Passt auch. Dum, 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 dum. Jetzt haben wir es gleich geschafft. So, das dürfte eigentlich schon lange reichen. Ich mache es jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Und jetzt hängt mein Spiel. Und jetzt x ich das aus. Na, machen wir es mal auf 100. Ja, passt. Und wenn wir jetzt das uns angucken. Hui, hui, hui. Das würde jetzt Ewigkeiten so weitergehen. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus, sonst wird euch schlecht. Wenn ich jetzt noch nicht gecrashed bin, dann werde ich auch nie crashen. Ja, wir haben es geschafft. Ich mach mal hier wieder langsamer, sonst wird es ja nie was. Wir haben einen stabilen Orbit um den Mann. Und jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich einfach am Ende zeigen möchte. Man kann ja hier rauskommen. So. Wenn ihr euch jetzt fallen lasst und R drückt, habt ihr so ein RCS-Chip. Und ihr könnt damit landen auf dem Mann. Das funktioniert. Es funktioniert auf dem Minimus und ich meine, es funktioniert auch auf dem Mann. Ihr könnt damit ernsthaft landen. Nur das würde jetzt Ewigkeiten dauern, bis ich hier unten ankäme. Und ich denke nicht, dass irgendeiner von euch mir jetzt Ewigkeiten zuschauen will, wie ich diesen armen Körbonauten, der gerade überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht, nach unten steuern. Deswegen werde ich das lassen, werde mich verabschieden, werde hoffen, dass das nächste Mal ihr mich wieder einschaltet und ja, bis zum nächsten Mal, euer Janik.